Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute haben wir den Sprungwurf-Skin mal wieder drin, also den Basketball-Skin. Der war schon, glaube ich, eine ziemlich lange Zeit nicht mehr drin. Also zurzeit kommen ja wirklich jeden Tag richtig alte Skins wieder rein. Hier steht auch extra wieder da. Das heißt, da muss schon eine lange Zeit nicht mehr drin gewesen sein. Ich weiß zwar nicht genau, wann er das letzte Mal drin war, aber ich glaube, es ist schon wirklich verdammt lang her. Vielleicht schaue ich nochmal einen Titel, müsst ihr aber nochmal extra recherchieren. Dann haben wir noch den Dreifachbedrohungsskin, auch ganz nice. Die Slam Dunk Spitzhacke. Und als letztes noch den Korbzeit Gleiter, wo hier aus der Seite die Musik rauskommt. Von dem Emote, der auch dazu passt, den wir auch hier haben. Wie ihr seht, genau die gleiche Musik. Die Musik ist der Emote ist auf jeden Fall ganz nice. Gefällt mir. Dann haben wir hier den Motorrüpel. Ist ein ganz nice Skin, grüner Skin, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Den Backpack vom Skin muss man auf jeden Fall extra kaufen, das heißt, der ist nicht im Skin enthalten. Für 200 V-Bucks auf jeden Fall geht das Ganze aber noch, das heißt im Prinzip ein bisschen teurer als ein normaler grüner Skin, allerdings eben halt günstiger als ein blauer Skin mit Backpack. Dann haben wir den Standrad-Gleiter. Dazu gibt es ja auch noch eine weiße und schwarze Version, soweit ich weiß. Ist auf jeden Fall ein nice Gleiter, kann man sich kaufen. Dann haben wir als nächstes hier den Asmodeus-Charakter. Der hat zwei verschiedene Stile, und zwar einmal mit Halstuch und ohne Halstuch. Mit Halstuch finde ich ein bisschen besser. Sieht ziemlich nice aus. Hinten auch noch ein Backpack. Und da gibt es auch noch eine weibliche Version von. Sieht auch ganz nice aus. Dann gibt es die Doppelschläger. Und den Fledermaus-Gleiter, der ziemlich witzig aussieht hier oben. Einfach mit dem Kopfhörer und den Flügeln, die da so rauskommen aus den Kopfhörern. Da haben wir den Vulture-Skin. Sieht so ein bisschen fast aus wie der Zero. Ja, heißt der Skin eigentlich? Der Level 100-Skin auf jeden Fall. Also ein bisschen Ähnlichkeit findet man dort. Ja, der Skin sieht schon vom Gesicht und allem ein bisschen ähnlich aus, aber ich denke mal, dass dort wirklich keine allzu große Gemeinsamkeit besteht. Der war tatsächlich von einer relativ kurzen Zeit schon im Shop drin. Also es gibt immer so Skins, die jahrelang oder ein Jahr lang dann immer nicht im Shop sind und dann erst wieder reinkommen, obwohl sie kein besonderes Event oder so haben. Und dann gibt es andere Skins, die gefühlt einmal pro Woche einfach drin sind. Das ist zum Beispiel einer von diesen Skins. Dann haben wir noch den Fennec-Skin, ist auch ganz nice. Dann extra Terrestrial. Ganz nett auf jeden Fall. Dann Kazachok war auch schon Ewigkeit nicht mehr im Shop drin. Also, dass ich den Emote das letzte Mal gesehen habe, war wirklich super, super lange. Also wirklich ziemlich seltener Emote. Hat auch kaum jemand sich damals gekauft. Na, aber den Strohling noch mal aus dem fatale Feldarbeit-Set. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.